Kräfte nähern sich. Dies ist eine Mitteilung der Rettungsdienste. Wer wiederholt gegen die Regeln der Operationsbasis verstößt, wird aus der Sicherheitszone und dem Schutz der Gemeinschaft ausgeschlossen. Allen, die mich hierher geschickt haben, ein herzliches leckt mich! Ich stehe knietief in Leichen, was die Cleaners wie die Fliegen anlocken dürfte. Ich glaube, wenn ich nicht gegrillt werde, und das ist ein großes Wenn, kann ich den Strom wieder einschalten. Die Stromversorgung ist eine unserer Top-Prioritäten. Und unsere beste Chance auf eine sichere Stromquelle ist die Leitung durch die Passway-Baustelle. Ein kleiner Trupp unter dem ehemaligen Pionier Paul Rhodes hat die Aufgabe übernommen. Sie sind nicht wieder rausgekommen und ihr Funk ist tot. Sichern Sie uns den Strom und holen Sie Rhodes da raus. In der Reihenfolge. Eins ist wichtig, das andere essentiell. Passen Sie auf sich auf. Alles Glück der Welt da draußen. Bliss will angeblich eine Art Befehlsstand drüben im Bahnhof einrichten. Scheucht sie weg! Warum schießen die auf mich? Mit dieser Arschlöcher! Keine Strategie! Schnappen wir sie uns! Verfolge ich sie einfach? Hört nicht auf, bis sie tot sind! Sie haben mich! Ich hole mehr Munition! Die Säcke müssen sterben. Gut, dass Sie hier waren, als der Scheiß losging. Ohne Sie wäre das ganz anders ausgegangen. Kommen Sie zurecht? Nur die Stärksten überleben, Mann. Verschwinde von hier! Scheiße! Hast du was gehört? Ich bete für Sie. Sie haben mich gesagt. Ich weiß, ich weiß. Sarah wollte die Baustelle als Massengrab nutzen, was das Interesse der Cleaners daran erklärt. Vermeiden Sie nach Möglichkeit jeden Kontakt, aber tun Sie, was nötig ist, damit Rhodes uns den Saft wieder andrehen kann. Das heißt, falls er noch lebt. Hilfsrelais lokalisiert. Ziel erfasst.
Unterebene 3. Feinde nähern sich ihrer Position. Ist nicht gerade unser Wunschkandidat. Er hat das nötige Fachwissen, aber es heißt, er sei exzentrisch. Was eine nette Umschreibung für paranoides Arschloch ist. Wir haben die Info, dass mehrere Teams der Cleaners vor Ort sind. Sie wollen die Infektion ausbrennen, und zwar inklusive der Leute, die versuchen, sie aufzuhalten. Also Vorsicht, sie arbeiten in Teams. Potenziell Infizierte! Aufpassen, Leute! Thank you.
Mit dem Projekt sollte das U-Bahn-System ausgebaut werden. Es war noch nicht fertig, als die Dollargrippe ausbrach. Öffentliche Bauten in New York folgen ohne... Warnung! Die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Aktivieren Sie das Energierelais. Das Licht eingeschaltet hat, ist entweder von der JTF oder hat sich verlaufen. So oder so. Danke. Hier, Fei Lau, ich misch mich kurz ein. Die Hilfe ist von uns, Rhodes. An wen auch immer. Machen Sie sich auf den Weg zum Sekundärrelais. Und sobald Sie Leichen sehen, setzen Sie schnell die Maske auf. Sonst sind Sie tot. Aktivieren Sie das sekundäre Energierelais. Als ich habe. Glauben Sie, dass Sie mir helfen können, wenn ich Ihnen sage, wie? Welche Hilfe Sie auch brauchen, Sie werden sie bekommen. Gut, weil ein paar Relais-Module ausgewechselt werden müssen. Warnung! Betreten eines kontaminierten Gebiets. Verlassen des kontaminierten Gebiets.
Es ist vorbei. Position. Dann, es klappt tatsächlich. Kein Spannungsabfall mehr in Lower Manhattan. Noch ein paar Aktionen wie diese und wir sind im Geschäft. Diese Schießerei, das waren Sie, oder? Dachte ich mir. Ich glaube, dass Sie jemand gehört haben könnte. Warnung! Feinde nähern sich Ihrer Position. Das sekundäre Energierelais.
Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. Das Energierelais. Na bitte. Ich hoffe, Sie können im Dunkeln sehen, weil ich Sie im Kontrollraum brauche, um die Sache abzuschließen. Je früher wir aus dieser Gruft rauskommen, desto besser. Doch auch. Warten Sie kurz. Test. Mein Gott, ist das Ding laut. Okay, ich mache mich jetzt im Kontrollraum an die Arbeit. Kleines Update von mir. Es wird gleich echt schnell echt dunkel. Der Strom fließt nur zur Basis, wenn ich neu boote. Also wird alles für eine Minute runterfahren. Leck mich am Arsch. Bei den Generatoren haben sie aber richtig hingelangt. Der letzte große Hurricane hat der Beschaffung wohl zu denken gegeben, denn diese Babys halten einiges aus. Widerspenstige Biester, aber vielleicht haben wir Glück. Doch. Scheiße, Cleaners. Ich dachte, um die hätten sie sich gekümmert. Von den Arschlöchern, ehrlich?
Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. In dem Aufzug sind. Wir haben sonst niemanden vor Ort. Dann sind es Kriegers und ich bin am Arsch. Zu lassen. Ich mache hier alles dicht, damit uns niemand dazwischenfunken kann. Dabei können Sie mir nicht helfen, also verschwinden Sie. Ich komme später nach. Das reicht fürs Erste. Betreten eines sicheren Bereichs. Agent, das Stromnetz scheint wesentlich stabiler zu sein. Dank Ihnen sind wir zurück im Geschäft. Rhodes ist schon auf dem Weg und braucht keine Eskorte. Wir sprechen uns, wenn Sie wieder hier sind. Warnung! Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich.
Da muss doch noch was Besseres sein. Es gibt Besseres. Dass ihr echt glückliche Bastarde seid. Ihr habt anscheinend in der Genlotterie gewonnen und könnt euch das grüne Gift nicht einfangen, wie die anderen 95% der Menschheit. Oh nein, ihr habt es gut. Ihr könnt herumsitzen, Bonbons lutschen und zusehen, wie das beste Zeug in der Stadt siechen, in einen Müllsack gepackt und in einem Massengrab ohne Grabstein verscharrt werden. Ja, ihr habt das große losgezogen, was? Es ist wieder wie in den scheiß 80ern. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist Folgendes. Das grüne Gift... Hallo, Agent. Ich hoffe, wir werden gut zusammenarbeiten. Ich schicke Ihnen alle Informationen, die ich über dieses Gebiet erhalte. Aber ein Rat. Seien Sie in diesem Bezirk besonders vorsichtig. Zum einen ist es schmutzig und zum anderen ist es die Hölle für Allergiker. Anti! Ebola oder Marburg. Es stammt nicht aus Fledermaus-Scheiße, die von Affen gefressen wurde, die dann wieder von irgendwelchen Idioten verspeist wurden. Nein. Ich sage euch, wo es herkommt. Glück der Welt da draußen. Wie geht's denn?
Sie betreten einen sicheren Bereich. Ich wünschte, ich könnte selbst heraus. Bitte, ich finde sie nicht. Ich finde sie nicht. Meine Frau, sie wollte herkommen. Wir wollten uns hier treffen. Beruhigen Sie sich. Wann war das? Heute Morgen. Sie war nicht krank. Könnte sie in Quarantäne sein? Hey, ich bin nicht sentimental, aber Sie haben mich da rausgehauen, also danke. Ich weiß, Sie erwarten mehr als einen feuchten Händedruck dafür, meinen Arsch gerettet zu haben. Zum Beispiel den Scheiß hier zum Laufen zu bringen. Ah, Regierungsstandard, verstehe. Schön, dass die Messlatte noch immer so tief halten, dass selbst Kakerlaken einfach drüber hopsen. Wollen Sie Qualität? Kaufen Sie es privat. So läuft das in Wasser. Also ja, die Stadt lebt nicht vom Furzen und guten Absichten. Strom, Wasser und das Ganze drum und dran. Nicht, dass Sie der Erste wären. Hab gehört, ein paar von euch sind verschwunden, als die Scheiße losging. Dazu hätte ich ein paar Theorien parat. Ich meine, wenn Sie da draußen die Stadt neu verkabeln, stochern Sie rum, sehen Sie, was Sie finden. Vielleicht war es das Virus oder die Chaoten oder die Stadt hat ihr dreckiges Maul geöffnet und sie alle verschluckt. Ich würd's glauben. Ist schon mal passiert. Meine Frau hat sie auch verschluckt. Ein Wunder, dass ich noch hier bin. Das heißt, ein Pessimist ist ein desillusionierter Romantiker. Tja, wer immer das gesagt hat, ist ein Arschloch. Na los, finden Sie was raus. Ich sag Ihnen, was Sie zu tun haben. Passen Sie auf, dass diese Scheißstadt Sie nicht auch noch verschluckt. Bis später. Nicht schlecht. Dieses neue Gerät könnte sehr nützlich sein. Gut gemacht. Wir können die Infrastruktur überwachen. Wärme, Wasser, Elektrizität. Guter Schachzug, Agent. Eine Kaffeepause? Ich muss arbeiten. Ich vertraue Ihnen, Agent. Gott weiß warum. Machen Sie es gut.